Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück! Wir haben tatsächlich gar keine News zu Vanguard, weil dieses COD ist, wenn man ehrlich ist, einfach tot. Das interessiert keinen mehr, da will sich auch keiner mehr groß mit beschäftigen, das will keiner mehr spielen, das will keiner irgendwie behandeln, es gibt sowieso keinen Content, also Call of Duty Vanguard ist eigentlich eins dieser Games, wovon wir in der COD-Historie mittlerweile leider ein paar haben, die absolut irrelevant sind. Hier ist es nur der Fall, dass das irrelevant ist, während es noch nicht mal ein halbes Jahr draußen ist. Wir haben mittlerweile täglich Updates, die dazukommen, neue Sachen, die gefixt werden sollen. Und wenn sie was Neues reinbringen, machen sie was Altes kaputt. Und wenn sie was Altes fixen, machen sie was Neues kaputt. Und wenn sie mal nichts fixen, machen sie doppelt kaputt. Es ist ein Trauerspiel. Aber das interessiert auch ehrlich gesagt einfach mich persönlich nicht mehr, weil ich, ich freue mich nicht. Ich bin da gespannt, wie sie das jetzt handeln. Dadurch, dass sie nächstes Jahr kein COD bekommen, bin ich mir fast sicher, dass sie sehr, sehr viel Ressourcen in MW22 und in Warzone 2 setzen. Ich vermute, Warzone 2 kommt so Februar, März nächsten Jahres. MW22 wird jetzt im September, Oktober, November kommen, das kennt man ja schon. Aber es gibt da etwas, worüber wir einmal schon gesprochen haben, aber nur ganz kurz. Und das wollte ich ganz gerne nochmal aufgreifen, weil man in Rebirth und Warzone mittlerweile das Gefühl hat, dass diese Mechanik tatsächlich aktiv ist und man hört es immer und immer wieder. Und es ist nur ein bisschen Spekulation. Es ist nicht, dass ich euch 100% belegen kann, dass es so ist, aber skillbasierte Hitboxen oder auch, und das ist das zweite Thema dabei, nicht nur skillbasierte Hitboxen, die ich euch gleich einmal erkläre, sondern das Patent, was Activision ja so bestätigt hat, was es schon gab, wo ein Mitarbeiter vor 2 Jahren sagte, ja, das gibt es, das haben wir aber nur Testzwecken benutzt, das haben wir nicht ins Game integriert, dass ihr, wenn ihr im Shop etwas einkauft, bessere Lobbys bekommt und, weil im Shop einkaufen ein gutes Thema ist, einmal ganz kurz Werbung, Leute, auf Ineba.com gibt es ab sofort, beziehungsweise jetzt in ein paar Tagen wird es offiziell rauskommen, für diese neue PlayStation-Variante, diese PlayStation Plus-Variante, die es jetzt für 9 Euro, 14 Euro, 19 Euro gibt, da ist ja irgendwie, dass ihr Games von der PS3 dann auf der PS5 spielen könnt und. Da gibt es ein paar ganz gute Angebote, kann ich euch nur empfehlen. Ich würde euch aber empfehlen, dass ihr im Prinzip bei eurem alten PlayStation Plus-Abo für 9,99 Euro bleibt, weil ich finde, es ist eine Frechheit, dass Rückwärtskompatibilität für 10 Euro extra bezahlt werden muss, während Xbox und Microsoft das seit Jahren schon schaffen. Einfach Code Chappy nehmen für 3% Rabatt, lohnt sich auf jeden Fall. So, und ich habe euch ja gesagt, ich werde euch ein bisschen darüber erzählen, was eigentlich skillbasierte Hitboxen sind und was diese Mechanik mit dem Shop auf sich hat. Also, das ist ein Thema, was Haptic vor knapp 2 Jahren schon mal aufgegriffen hat oder vor 1,5 eigentlich nur und andere Streamer und das kommt jetzt aktuell wieder extrem vor. Und zwar, Skill-Based Matchmaking ist ein Thema, ganz, ganz klar. Aber es gibt dieses zweite Thema und zwar, dass je nachdem wie hoch oder niedrig eure KD ist, eure Schüsse beim Gegner besser oder schlechter connecten. Und während man viele, viele Clips einfach hat, wo es so aussieht, als würde man am Gegner oder als wenn der Gegner an euch komplett vorbeischießt, er gibt euch plötzlich einen Headshot, ist vieles damit zu erklären, dass die Server eine Scheißleistung haben, dass der Ping scheiße ist, dass die Connection scheiße ist. Aber ich wollte das nochmal aufgreifen, weil ich persönlich, selbst wenn mir der Ping anzeigt 19, 20 Millisekunden, was sehr, sehr gut ist und die Latenz ist sehr, sehr gut, hat man trotzdem immer wieder das Gefühl, dass das so wirklich hinkommt. Und damals zu Zeiten Modern Warfare und dann Cold War war dieses Thema, und zwar Geld für Hitbox. So, und hier ist es dann eben dieses ganz große Thema. Haptic hat darüber damals gesprochen. Der Skill eines Spielers wirkt sich anscheinend nicht nur aus Matchmaking aus, er macht ihn auch noch schwerer zu treffen. Der langjährige Call of Duty-Spieler Content Creator schreibt in einer Reihe von Tweets, dass im Modern Warfare das Matchmaking-System die Hitbox eines Spielers verkleinert, je besser er spielt. Umgekehrt würde sich die Hitbox vergrößern, das heißt den Bereich, den man treffen kann, wenn man schlechter spielt. Das ist etwas, was kurz diskutiert wurde, den kam schon Cold War raus und keiner hat mehr so groß drüber gesprochen. Da ist meiner Meinung nach, und da könnt ihr eure Erfahrung teilen, meiner Meinung nach ist das so. Man sieht es so häufig, dass große oder von der KD her sehr gute Spieler oftmals auf Gegner schießen, wo man 100% in Slow-Mo sagen kann, ey, der ist direkt drauf und die Schüsse gehen ins Nirvana, während man teilweise wie ein richtig dicker Körper durch die Gegend läuft, visuell. Hier ist dieser Tweet von ihm damals. Seit Modern Warfare verkleinert das Matchmaking-System die Hitbox eines Spielers, basierend auf seinem Skill.
Je besser ihr werdet, desto kleiner wird die Hitbox, die ihr selber treffen könnt. Je schlechter ihr seid, desto größer wird die Hitbox bei dem Gegner. So, und dann sagt er, wer verteidigt sowas? Das gab damals einen Shitstorm, das war ein großes Thema. Da bin ich nicht 100% sicher, dass das in jedem Modus immer wieder ist, aber meiner Meinung nach kommt es mit in dieses Thema Skill-Based Matchmaking mit rein. Das ist eine Sache, die absolut abfuckt und unnötig ist. Es gibt aber auch noch eine zweite Sache, und zwar die Bevorteilung von Spielern, wenn sie im Shop einkaufen. Und da gibt es so ein richtig witziges Bild, was ich euch sehr gerne einmal zeigen würde. Hier anhand von diesem Image sieht man, wie dieses System eigentlich aufgebaut ist. Das System schaut, was für eine Waffe könnte für den anderen Spieler relevant sein. Jemand, der sehr viele Spielstunden in Vanguard mit einer Sniper hat zum Beispiel, da sieht das System dann, okay, er spielt viel mit der Sniper, macht viele Kills damit, den interessiert ein Bundle mit einer Sniper drinne. Dann guckt dieses System, ob es Spieler findet, die jetzt vor kurzem, egal wo die herkommen, egal welcher Ping, egal welche KD, irgendwie eventuell so eine Sniper im Shop gekauft haben, mit der neuen Variante oder sonst was. Wir kriegen mittlerweile ja jeden Tag 5000 neue Varianten. Dann versucht dieses Matchmaking-System, den Spieler, der Interesse daran haben könnte, und den Spieler, der diese Waffe dann gerade gekauft hat und sie natürlich dann spielen und zeigen möchte, man kauft die Waffen ja in der Regel und spielt sie dann, zusammenzubringen. Dann bewertet dieses System wieder neu. Nach dieser Runde hat der eine Spieler, der das Interesse haben könnte, sich dieses Bundle gekauft. Wenn er das nicht hat, und in der Regel ist es ja so, dass die eher schlechteren Spieler sich sehr viel im Shop kaufen, deswegen ist Skill-Based Matchmaking ja so, ich sag mal, erfolgreich, dann entscheidet dieses Game und sagt, okay, A, er hat sich das Bundle gekauft, perfekt, jetzt machen wir das Matchmaking wieder anders und suchen wieder den nächsten, der sich das anguckt. Deswegen haben ja auch viele Spieler das Gefühl, was ja auch dann bestätigt wird, wenn man im Shop Geld ausgibt, dass man 3, 4, 5 Runden bessere Lobbys findet, so dass diese, ich sag mal, Krabben jetzt diese Waffenvariante beim guten Spieler nachher sehen und sagen, ey, die kaufe ich mir, die will ich haben, sieht voll cool aus. Oder denkt, krass, ich wurde damit getötet, diese Waffe muss so stark sein, die muss ich auch haben. Wenn aber das System sieht, Spieler A hat sich dieses Waffenbundle nicht gekauft und auch kein anderes, wird er wieder mit dem gleichen oder einem anderen ins Matchmaking reingeknallt, der eine Variante hat. Und dieses System guckt immer, wo ist das Interesse, wo finde ich einen, der das zeigen kann und spielen kann. Eventuell klappt es damit, dass wir mehr Shop-Erlöse und Shop-Verkäufe am Ende generieren. Meiner Meinung nach, Leute, ist das ein System, was eine absolute Frechheit ist. Und das hat nichts in einem Call of Duty zu tun. Es hat eigentlich ist es Betrug. Es ist im Prinzip Schleichwerbung sozusagen oder so indirekte passive Werbung. Und trotzdem, ich habe es in Cold War 2 probiert. Ich kann euch sagen, wenn ihr im Shop Geld ausgebt, bekommt ihr nicht durchgängig, aber ein paar Runden deutlich angenehmere Lobbys. Ich würde so weit gehen und sagen, wenn ihr im Shop Geld ausgebt, fühlt es sich danach an, als gäbe es kein Skill-Based Matchmaking mehr, sondern als hätte man das Matchmaking, was wir eben aus den alten Teilen kennen, Black Ops 4, Black Ops 3 und. Lasst mich eure Meinung dazu wissen, Leute. Ich dachte, da sollte man nochmal drüber sprechen. Eigentlich ein interessantes Thema, was so ein bisschen im Hintergrund passiert, weil das Skill-Based Matchmaking an sich ist bis heute nicht bestätigt worden. Da tun sie immer noch so, als wenn wir alle dumm wären. Wie genau es aufgebaut ist, scheint sich auch immer wieder zu ändern. Und diese ganzen Mechaniken, diese ganzen Patente, die Activision hat, da braucht ja keiner glauben, dass ein geldgieriges Unternehmen wie das mit einem Wichser von Bobby Kotick an der Macht solche Sachen nicht ausnutzt, um auch den letzten Cent irgendwo noch rauszuquetschen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Ich bin raus.